Ja, also mein Name ist Marion Jaros, ich arbeite im Wiener Büro von Ärzte ohne Grenzen und ich habe halt da mitgeholfen, diese Ausstellung hier auf dem Karlsplatz zu errichten. Wir wollen hier die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen vorstellen, haben ein Flüchtlingslager nachgebaut in 10 Zelten und anderen Aufbauten und zeigen, wie mit einfachen Mitteln die Hilfe für die Menschen wirkungsvoll funktioniert und wie Ärzte ohne Grenzen arbeitet. Es sind ständig Einsatzmitarbeiter vor Ort hier und wir stehen da Rede und Antwort zu all den Fragen, die an uns herangetragen werden. Ja, und das Ziel von dieser Ausstellung ist einfach aufmerksam zu machen, ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, wie das ist, wenn 43 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, was die für Bedürfnisse haben, was sie brauchen. Ja, und das ist uns sehr wichtig, weil nur wenn die Menschen wissen, was los ist, dann können sie auch selber helfen, überlegen sich vielleicht auf Einsatz zu gehen, überlegen sich vielleicht zu spenden. Also das kann alles aus so einem Besuch resultieren. Ja, hier sind wir zum Beispiel in der Station für Unterkunft und da sieht man so ein Zelt, wo ja, 7, 8 Menschen leben, lange Zeit leben und dann mit der Zeit auch einfache Sachen sich selbst herstellen. Das kann man als eine Ausstellung zum Angreifen, wirklich zum Erleben. Da sieht man zum Beispiel, was Menschen sich aus einfachen Mitteln dann basteln, um ihre Vorräte zu lagern, damit es halt geschützt ist, damit da keine Tiere rangehen. Und die Besucher sind da immer recht beeindruckt, wenn man ihnen dann erzählt, dass die Menschen in solchen Lagern oft jahrelang, jahrzehntelang wohnen. Wenn sie sich vorstellen, das größte Flüchtlingslager der Welt in Dadaab in Kenia, das besteht seit 20 Jahren. Ja? Oder wenn sie sich vorstellen, im Südsudan, da gibt es ein Flüchtlingslager in Jida, das wurde für 15.000 Menschen gebaut. Dort leben mittlerweile 55.000 Menschen, denen es am nötigsten fehlt. Ja? Und Ärzte ohne Grenzen hilft so gut, wie es geht. Und in Jida zum Beispiel gibt es ganz, ganz Positives zu berichten. Vor wenigen Monaten war es noch so, dass dort pro Tag 5 Kinder unter 5 Jahren an Mangelernährung verstorben sind. Und mittlerweile ist so, dass Ärzte ohne Grenzen in Jida im Südsudan die Hilfe so intensiviert hat, dass diese Zahlen gesunken sind. Die Lage in Jida ist noch immer dramatisch, aber sie hat sich auf jeden Fall in den letzten Wochen schon deutlich verbessert. Ich bedanke mich. Danke. Wir müssen dann die Flüchtlinge haben ja gemütliche Wasserbetten. Das ist kein Wasserbett, das ist ein Wasserbett. Ja? Und das kommt in den hinein und da wird alles gefüllt und verteilt. Wichtig ist, dass jemand das tragt.